Löse deine Blockaden auf, deine mentalen und werde erfolgreich. In diesem Video erfährst du, wie du mit Hilfe guter Glaubenssätze, der richtigen Glaubenssätze, dahin kommst, wo du hinkommen willst, nämlich in den Reichtum, in das Glück und in die Lebensfreude. Herzlich willkommen, Susanna. Schön, dass du dabei bist wieder. Hallo Martin, ich freue mich auch. Ja, so lustig, ne? Aber es ist tatsächlich diese Befreiung von mentalen Blockaden oder hinderlichen Glaubenssätzen extrem erleichternd. Und dann muss man einfach lachen, ne, wenn man dran denkt und hat Freude, wenn man sie hinter sich lässt. So ist es. Ja, gut. Ich habe mich ja jahrelang mit dem Thema beschäftigt. Wobei gar nicht so sehr theoretisch wie praktisch. Also man kann ja diese negativen Glaubenssätze bei Leuten in der Trance oder im Entspannungszustand heraufholen, miteinander durchdenken und dann ersetzen. Darauf basieren auch viele schamanische Techniken, aber auch New Age, sage ich mal, Methoden in der spirituellen Szene. Und die macht man ganz individuell. Also da hast du nicht so ein Vorprogramm oder ein ja, Konzept, wie du da reingehst und sagst, okay, glaubst du das, glaubst du das, glaubst du das und dann eliminierst du es, sondern die holst wirklich aus den Leuten raus. Trotzdem im Laufe der Zeit haben sich natürlich so Muster gezeigt oder große Themenblöcke, sage ich mal, wo sehr häufig vorkommen, beziehungsweise ja, eigentlich auch logisch sind. Also ich habe so drei, ich sage mal, Gruppen von Blockaden identifiziert. Und zwar die eine, also und alle diese Blockaden haben immer mit Moral zu tun. Das ist übrigens sehr spannend. Und Moral, wissen wir, das ist dieses, was wir gelernt haben, was uns aufoktroyiert wurde, was richtig und falsch ist. Die erste Gruppe ist, die hat damit zu tun, dass ich Angst habe oder Sorgen habe, wenn ich erfolgreich, auch finanziell erfolgreich werde, dass ich dann kein guter Mensch mehr bin, dass ich dann unmoralisch werde, dass ich mich über meine eigene Ethik hinwegsetze oder ja auch in den Augen anderer vielleicht ein schlechter Mensch bin. Die zweite Gruppe hat damit zu tun, wie andere anders mir gegenüber werden. Also diese Angst davor, dass andere schlecht über mich reden oder mich übers Ohr hauen wollen und natürlich im schlimmsten Fall, wir brauchen nur ins Fernsehen schauen, mich sogar umbringen wollen, um von mir zu erben oder, keine Ahnung, so irgendwie zu meinem Vermächtnis zu kommen. Ja, warte mal, ich habe Gott sei Dank meinen Spickzettel vor lauter Reden, vergesse ich die Hälfte. Ja, die dritte Angst oder ich sage mal Sorge. Sorge ist so die kleine Schwester von der Angst. Ja? Aber die dritte Befürchtung ist die, dass man irgendetwas anderes dafür opfern muss, wenn man erfolgreich sein will. Ja, der Klassiker ist der, wenn ich jetzt in meinem Business erfolgreich bin, dann leidet natürlich die Familie, Freunde oder vielleicht auch Hobbys drunter. Sehr häufig auch die Gesundheit. Also Dinge, die mir eigentlich viel wichtiger sind als Geld. Und das ist natürlich ein Dilemma. Wenn ich solche Glaubenssätze habe, die so in diese Bereiche fallen, sollte ich mir das mal genauer ansehen. Weil lustigerweise durchs Durchdenken und genauer hinsehen, löst man die nämlich auch für sich selbst auf. Und merkt, ach, das ist ein Unsinn, was ich da übernommen habe oder mir selbst zusammengereimt habe. Ja. Was hast du denn so für? Ja. Sag nein, sprich noch aus. Ich dachte, du wärst fertig. Nee, ich wollte dich fragen, was hast du denn so für typische hinderliche Glaubenssätze entdeckt, in dir selber oder in anderen? Also erstmal denke ich, ich weiß es aus meiner Erfahrung auch mit mir selbst und mit meinen Kunden, dass sich die Glaubenssätze zeigen, wenn ich mich auf meinen Weg begebe. Wenn ich weiß, wo ich hingehen will und ich spüre, wie es bei der Eisenbahn ist, man wirft den Motor an, man kommt die Eisenbahn kommt ins Rollen, die Lokomotive kommt ins Rollen, aber es ist dieser Bremsklotz da, der sich dann immer wieder auf den Gleisen befindet, der einen
behindert, vorwärts zu kommen. Und genau so sehe ich die Glaubenssätze. Glaubenssätze sind ja nichts anderes als mentale Schablonen, die sich durch Wiederholung, durch auch teilweise durch einen Schockzustand, der sich irgendwann mal ergeben hat in unserem Leben, durch ein Traumata eingepflanzt hat in unser Unterbewusstsein. Und ja, die Aufgabe ist es eigentlich im Coaching, die wesentliche Aufgabe, diese Glaubenssätze erstmal zu erkennen, zu verstehen und dann entsprechend aufzulösen. Und mein persönlicher Glaubenssatz und den ich natürlich auch in meinen Kunden wiederfinde, ist dieses, ich bin nicht gut genug. Ich darf mir das nicht erlauben. Woher kommt dieses Ganze? Es kommt aus der Letztere, ich darf mir das nicht erlauben, kommt aus der Erziehung von meinen Eltern, die mir gesagt haben, Martin, du darfst das nicht, Martin, du darfst das nicht, das ist zu gefährlich, pass auf und so weiter. Was man dann, ja, sich selbst dann irgendwann mal einprogrammiert und nach diesem Schema handelt, immer mit dieser Vorsicht, mit dieser Sicherheit im Hinterkopf. Und das andere, dieses bin ich gut genug, habe ich mir auch Gedanken gemacht und das ist ein Prozess, den man eingehen darf, indem man versteht immer mehr, indem man sich beobachtet, die Kontrolle übernimmt über seine Aktionen und schaut, und diese Aktion, was steckt dahinter? Was ist der Hintergrund, Gedanke, warum ich in diese Emotionen, die damit verbunden ist, gekommen bin? Und da habe ich gemerkt, dass ich bin nicht gut genug, kommt aus der Schule, weil irgendwann mal kam dieser Punkt, wo ich keinen Spaß mehr hatte an dem, was gelehrt wurde. Und dann entsprechend waren meine Noten auch dann. Und dann habe ich mir gesagt, es ist meine Schuld, dass ich habe nicht die Fähigkeiten, ich habe nicht die Intelligenz, gut zu sein, aber habe es nicht damit in Verbindung gebracht, dass es da um Stoff gehandelt hat, der mir nichts gebracht hat, der mir undienlich war in meiner Entwicklung. Und das ist das Fatale teilweise auch in seiner Weiterentwicklung, in seinem Werdegang, dass man immer wieder auf diese Schablonen, wie ich sie nenne, zurückgreift und dieser Ablauf eigentlich automatisch ist und solange man diesen Automatismus nicht unterbricht, durch bewusstes Dazwischenschalten seiner Gedanken, solange geht das Ganze weiter wie so ein Perpetuum mobile, also diese unendliche Drehung dieser Maschinerie, dieses Motors. Es geht darum, diese Dinge zu erkennen. Und wie erkenne ich sie? Das ist mein Ansatz, indem ich in Aktion trete, indem ich mich aus meiner Komfortzone, und da sind wir wieder beim Thema Angst, das du als ersten Punkt angesprochen hast, ich gehe in meine Ängste rein und schaue, was hält mich davon zurück, diese Ängste zu konfrontieren. Und dann frage ich mich, was steckt dahinter? Warum mache ich so, wie ich es mache? Das ist diese prinzipielle Frage, die ich mir stelle und auch meinen Klienten. Also da habe ich einen anderen Ansatz gelernt. Also gerade wenn ich so in Hypnose oder Trance arbeite, dann machen wir es umgekehrt. Wir gehen ins Höchstmögliche, ins schönste Gefühl hinein und schauen, was hält dich davon ab, das zu leben? Ja, das ist vielleicht ein bisschen, da muss man geführt werden oder ich weiß nicht, gibt es gewisse Techniken dazu? Aber da stellst du die Frage, warum bist du nicht da oben, wo du sein könntest? Ja, da merkst du es eigentlich auch. Also dieser Abgleich mit deiner Vision oder mit deiner Leidenschaft oder mit dem Gefühl, voll zu leben und total glücklich zu sein, da kommen die auch heraus. Also das ist auch ein Weg, ich sag mal, die zu finden, weil das ist ja eigentlich die Krux, die überhaupt aufzufinden. Ja, ich habe dann auch mal vor einigen Jahren so einen Finanzratgeber geschrieben und da gehe ich natürlich auch drauf ein. Also das sollte eigentlich so ein Selbstcoaching-Programm werden, das jeder selbst benutzen kann. Und da ist natürlich auch ein Teil, selbst herauszufinden, welchen negativen Glaubenssätzen man aufsitzt. Und da habe ich es dann so gemacht. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert hat, aber für mich hat es gut funktioniert. Und zwar zu den klassischen negativen Glaubenssätzen wirklich den Kontrast aufzuschreiben. Und derjenige, der sich das durchliest, sollte sich fragen, stimme ich mit dem überein? Fühlt sich das richtig an? Für mich? Passt das zu mir? So ungefähr. Um
Und wenn da ein klares Nein ist, dann liegt da ein negativer Glaubenssatz dahinter. Ja, ohne dass ich den explizit ansehen muss, kann ich ihn gleich ersetzen mit einem sehr offenen Satz, wie zum Beispiel, Geld ist in Hülle und Fülle für alle vorhanden. Oder Geld kann aus mir auch einen wunderbaren Menschen machen, der viel gibt, freigebig ist, locker und entspannt. Weil Tatsache ist ja, dass mich eigentlich die Angst zu einem schlechten Menschen oder zu schlechten Entscheidungen führt. Ja? Die Sicherheit und Freude, das, was ich mir eigentlich wünsche, das gibt mir doch Entspannung, Großzügigkeit, das Freude, Spaß. Ja, das wünsche ich mir eigentlich. Und wenn ich das mit Erfolg oder Geld erreiche, dann bin ich freigebig, dann bin ich anderen gegenüber sehr locker bei dem Thema. Das ist gut, ja. Also ich sehe das genauso so wie du. Es geht darum, sich ein Ziel zu fixieren und ein Ziel zu definieren. Und anhand ich mich anhand dieser Vorstellung, dass ich das Ziel schon erreicht habe, und dann diesen Abgleich zu schaffen, das ist mein Ziel, das ist auch mein idealer Zustand oder meine ideale Persönlichkeit, die mit diesem Zielzustand auch in Verbindung ist, kongruent ist. Wie muss ich sein, wie darf ich sein, damit ich dieses Ziel unter Anführungsstrichen verdiene? Heißt, ich möchte 1 Million Euro, wenn wir das auf Geld beziehen, ich möchte 1 Million Euro haben, dann wie darf ich sein, damit ich diese Millionen verdiene. Wie fühlt sich ein Millionär, sagen wir mal so, wie fühlt sich ein Millionär an? Wo ist da noch diese hinderliche Glauben über mich selbst, dass ich mich nicht so fühlen darf? Und dann, geht es für mich darum, sich zu identifizieren mit zum Beispiel wenn ich selber nicht schaffe, mir zu sagen, ich bin reich oder ich liebe Geld und ich erlaube mir, Geld zu haben, dann trickse ich mein Unterbewusstsein aus, indem ich sage, und so mache ich es auch mit meinen Kunden, stell dir doch eine Figur vor, stell dir eine Persönlichkeit vor, mit der du dich identifizieren kannst, die reich ist. Zum Beispiel aus deiner Kindheit. Ich nehme jetzt zum Beispiel die DuckTales oder Donald Duck. Ich nehme Dagobert Duck. Okay, Dagobert Duck hat Geld. Er liebt sein Geld, also schwimmt er darin. Was kann er mit dem Geld alles anstellen? Er kann seine Enkel ständig sehen, er kann reisen. Alles machen, was er will. Er kann reisen, genau, er kann sich schöne Autos leisten, was auch immer, Häuser, was immer dazugehört. Also kann ich mich da mit dieser Persönlichkeit oder dieser Zeichentrickfigur in dem Fall identifizieren und sagen, ich bin wie Dagobert Duck, weil ich mit dem Geld meine Familie ernähren kann, weil ich sie damit bereichern kann. So trickse ich das aus, dann bewege ich mich zwar weg von mir selbst, aber trotzdem spiegel ich ja trotzdem diese Persönlichkeit in mir wieder, nach dem Gesetz der Resonanz auch insofern gesehen, dass ich resoniere mit dieser Persönlichkeit, also sind da gewisse Anteile in ihr drin, die mich auch ansprechen, die zu mir gehören. Und so gehe ich vor und das klappt super gut, wenn ich nicht verstehe, oder wenn ich mich nicht mit mir selbst in Verbindung bringen kann, dann gibt es diesen kleinen Umweg zu gehen und so kommt man auch dann auf jeden Fall weiter. Und das andere, was du gesagt hast, auch zum Thema Geld, ich sehe es auch ganz, ganz entscheidend, dass man, für mich war zum Thema Geld auch dieser Glaubenssatz, das ist teuer. Wenn es heißt, du willst irgendwas zahlen oder irgendwas investieren, dann hieß es, das ist aber zu teuer. Was heißt das eigentlich, das ist zu teuer? Zu teuer ist ja eigentlich nur eine Relation nicht richtig. Zu einem anderen Betrag, zu einer Erfahrung, die ich gemacht habe, für einen ähnlichen Gegenstand zum Beispiel einen anderen Preis gezahlt habe. Was bedeutet es an sich? Teuer heißt es doch eigentlich gar nichts, weil wenn ich auch wieder das Wirtschaftliche hier ranziehe, du kennst dich ja auch aus dem Unternehmerischen, was teuer gibt es eigentlich nicht, nicht benutzt im Unternehmen. Weil entweder ich mache eine Investition und ich weiß, dass sich die in einer gewissen Zeit wieder auszahlt und ich das Geld zurückbekomme, sprich dieser ROI oder Return on Investment oder diese Erträglichkeit, die ich
die ich dann wieder, mit der ich rechne und dann und auch, die ich auch berechne, indem ich sage, wie lange dauert es, bis ich das Geld wieder zurück habe. Aber letztlich zahlt niemand, ist es teuer oder nicht? Macht es Sinn? Ist es erträglich? Und wenn nicht, dann mache ich die Investition halt nicht. Aber es gibt kein teuer insofern, wo ich sage, das ist mir zu teuer, das zu machen. Ich weiß genau, wenn ich diese Investition tätige, dann bekomme ich das Geld zurück oder ich bekomme Wissen zurück oder ich bekomme ein materielles Ding zurück, was mich weiterbringt. Aber es soll halt immer in Verbindung stehen mit den Zielen. Und wie du gesagt hast, die Glaubenssätze, Geld, steht alles für mich im Zusammenspiel direkt mit den Zielen, die jeder haben sollte. Ja, es hat ja sehr viel mit Selbstvertrauen zu tun. Ja, indem ich mich einfach sein lasse und mir meiner Intuition, meiner Vision folgen lasse. Und diesen Kritiker oder diesen Angstmacher da im Kopf bändige beziehungsweise wieder repariere. Ich sehe den Verstand ja immer gern wie einen Laptop, der so kleine Viren hat, wo man so ein Antivirus laufen lassen muss und oder Programme deinstallieren, die nicht dienlich sind. Also genau, es ist wirklich dieses zu sich kommen und in die Vision, in das Gefühl dessen, was ich eigentlich will. Und das ist ja auch die klassische Manifestationstechnik, die du vorher beschrieben hast, nach Neville Goddard, der jetzt übrigens einen riesigen Boom erlebt. Also der ist 72 gestorben und jetzt reden alle, die sich mit Manifestationstechniken beschäftigen, von Neville Goddard. Und seine ganz einfache Formel war, geh in Gedanken, in deiner Fantasie dorthin, wo du sein möchtest. Ja, also wenn du, sagen wir, du hast ein Business-Ziel, dann gehst du aber jetzt nicht zu einem Zeitpunkt, den du erreichen möchtest. Also du möchtest, dass das jetzt super läuft. Ja, und stellst dir das vor, das soll, ich weiß nicht, in ein, zwei Jahren oder was auch immer sein. Schritt 2, fühle es. Und dieses Fühlen ist so, so wesentlich. Ja, wie du gesagt hast. Stell dir vor, du hättest jetzt 1 Million verdient, so plötzlich. Wie fühlt sich das an? Und beschäftig dich überwiegend mit diesem Gefühl, weil mit diesem Gefühl ziehst du es auch an. Und natürlich kann man das nicht ständig machen, den ganzen Tag, aber so oft wie möglich. Und dazwischen vertraue einfach, dass es gut kommt. Ja? Denk positiv, entspann dich. Und was du auch noch machen kannst, ist mir eingefallen als Trick in dem Zusammenhang mit dem Geld, Susanna. Wenn du dir sagst, eigentlich ist ja das Manifestieren wie, wenn du, oder du ziehst das Geld an, oder dieses Gesetz der Anziehung funktioniert eigentlich so wie bei der Gehaltsüberweisung. Du bist ja, wenn du als Angestellter bist, dann weißt du ja, dass am Ende des Monats oder Anfang des Monats, oder je nachdem, wann das Geld kommt auf jeden Fall. Ja, dann richtig. Dann gehst du, aber dann machst du dir auch keine Gedanken, kommt das Geld oder nicht, sondern du weißt, dass es kommt. Ja. Und wie gehst du dann damit um auch noch, wenn du zum Beispiel eine Investition tätigen willst und sagst, ich will mir ein neues Handy kaufen oder einen neuen Computer, dann assoziierst ja du das Geld mit dieser Investition, mit diesem Mehrwert, den du dir dadurch gönnen darfst. Und das finde ich ganz entscheidend, dass man immer Geld mit etwas assoziiert. Also ich sage mir, das Geld kommt rein, was mache ich mit dem Geld? Das Geld, wenn ich, sobald ich es habe, geht es weiter. Verwandle ich es. Ja. Genau, verwandle ich es in einen Gegenstand oder in ein Buch oder in ein Training oder wie auch immer. Okay. Aber ich weiß, dass es kommt. Und dadurch kannst du dir noch was anderes drunter vorstellen, woran du Freude hast. Oder? Ja, ja, darum geht es, ja. Dass es mich bereichert. Ja, richtig. Finde ich gut. Also dich bereichert. Ja. Das uns bereichert. Was hast du denn so für, hast du auch so ein Motto oder positive Glaubenssätze, die du benutzt, als Affirmationen? So vom Bob Proctor, da gibt es ja etliche, die, also ich fand die recht krass am Anfang, mag sie aber mittlerweile sehr gern, aber ich merke, meinen Klienten sind sie noch ein bisschen zu groß, aber ich nehme an, du liebst sie. Ja, ich liebe Bob Proctor. Bob Proctor hat mich auf den richtigen Weg gebracht, dank des Programms Thinking into Results. Also sprich, man denkt sich in seine Ergebnisse. Und er
er arbeitet ja viel mit Zielen und er hat auch eine, er schlägt seinen Klienten vor, oder er schlägt, schlage ich dir auch vor, oder dir, Susanne, jedem, der zuschaut, deine Ziele auf einer Karte zu haben, auf einem Kärtchen, auf einem Karton, auf einem Blatt Papier, dass du immer mit dir rumträgst und sobald du es, ja, sobald du es daran denkst oder es spürst, weil du es in deiner Hosentasche hast, dass du es dir anschaust und durchliest und da reingehst in deine Ziele. Und jedes Ziel sollte so formuliert sein, dass du sagst, ich bin so dankbar und glücklich jetzt, dass ich, und dann, wenn es zum Thema Geld geht, dass ich zum Beispiel 1 Million Euro aus unterschiedlichen Quellen bis, und dann am besten setzen wir noch ein Datum drunter, bis zu diesem dem Zeitpunkt, also nehmen wir mal dieses Jahr, 31.12.2022, aus unterschiedlichen Quellen zu mir fließt. Wie mache ich das jetzt mit Erfolgszielen? Also ich meine, finanzieller Erfolg ist ja schon wichtig, ne? Aber ich habe ja meist auch noch, ich will ja irgendetwas gestalten, irgendetwas tun von Bedeutung, vielleicht auch etwas produzieren. Wie schreibe ich das dann auf mein Kärtchen? Schreibe ich da, ich gratuliere dir zum Erreichen von, also ich möchte ein Buch über Metaphysik schreiben, ne? Also ich, dann in dem Fall, du darfst ja immer von dir ausgehen, von dass es zu dir gehört, und dann fängst du es immer an mit diesen wichtigen 2 Wörtern. Ja. Ich bin dankbar und glücklich. Und dann jetzt, weil du es ja jetzt schon spüren möchtest, diese Dankbarkeit und dieses Glück, dass ich das Buch über Metaphysik bis zum 31.12.2022 veröffentlicht habe. Ja, das ist eben auch so eine Manifestationstechnik, die du da erwähnst. Sich schon jetzt zu bedanken dafür, dass etwas passieren wird. So wie du es richtig gesagt hast, wenn ich angestellt bin, ich weiß, am 31. oder wann auch immer Ende des Monats kommt mein Gehalt und ich bezweifle das nicht. Ich bin jetzt schon dankbar, ich überlege mir jetzt schon, was ich dafür mache. Und so sollte man es als Selbstständiger wahrscheinlich auch machen, ne? Anstatt diese vielen Fragen und Unsicherheiten da in den Raum zu stellen, einfach zu sagen, so geht's weiter. Danke, das wird cool. Ich freue mich schon und überlege mir schon, was ich damit anstellen werde. Ja. Ja, schöner genau Schlusssatz. Gut, dann haben wir heute einiges wieder gesagt zum Thema Glaubenssätze, Gesetz der Manifestation. In die Richtung Metaphysik, dein Spezialthema, ging es ja auch so ein bisschen. Und hat mir Spaß gemacht. Auch auch was wir schaffen, diese Verbindung herzustellen zwischen diesem metaphysischen und wirtschaftlichen, ja, und gleichzeitig auch ein bisschen im Spirituellen. Das finde ich genial. Ich hoffe, du siehst es auch so als Zuschauer. Wenn du dazu Fragen hast, wenn du Anregungen hast, schreib es gerne in die Kommentare, setz ein Like unter dieses Video, abonniere Susannas Kanal, meinen Kanal gerne. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke, Susanne, dass ich mit dir die Zeit verbringen durfte. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao. Ich mich auch. Danke, Susanne. Ciao.